Und jetzt ins Badezimmer. Ich bin in meinem Zimmer und mein Sofa ist jetzt neben dem Bett. Und der Schreibtisch ist wieder auf seinem alten Platz. Und wenn ich im Bett liege, heißt das, ich schlafe oder am Handy spiele. Mit Kopfhörerkabel und Ladekabel am Handy. Und wenn ich im Sofa liege und sitze, habe ich auch Kabelkabel und Ladekabel am Handy. Wie jetzt ihr seht. Und im vorherigen Vlog habe ich euch erklärt, so ganz genau, dass halt so ist. Aber da war der Platz ganz anders. Aber jetzt habe ich es wieder erklärt. Und das mit dem Bett habe ich schon erklärt, dass es halt so schon ist. Im alten Video. Wie in diesem Video erklärt auch. Und jetzt bin ich am Handy. Und das ist hier mein Nachttisch. Und das hier ist mein Bett. Ich habe die Sagen an Mann selbst gemacht, weil dann hält der Handyhalterung halt Selfie-Stick. Und Halter für die Kopfhörerhalter auch. Also die beiden Sachen halten an den Haken. Das ist näher an meinem Bett und Steckdose übrigens auch. Wasser auch. Essen habe ich schon gesagt am Sofa. Aber trinken sowieso auch in der Nähe des Bettes. Und die Hausschlappen sind immer auf dem Boden in der Nähe meines Bettes. Auf dem Sofa auch. In der Nähe des Sofas. Und wenn ich jetzt hier bin, und aufwache und zu Handy spiele, dann nehme ich zuerst das hier. Und dann diese Kopfhörer. Das war kein Fehler, das war nur die Erklärung, weil diese Kopfhörer gehören zu diesem großen Handy. Und diese kleinen Kopfhörer gehören zu diesem kleinen Handy. Das war nur die Erklärung. Aber so ist es halt. Und wie ihr seht, auch Ladegerät ist ja sowieso gerade in der Nähe des Bettes. Der Nachttisch, auch in der Nähe des Sofas. Kabel und Ladegerät, also Kopfhörerkabel, Ladegerät am Handy, am Bett und am Sofa. Und wenn ich abziehen will, einfach hier dran. Echt schlau. Ich bin halt kreativ. Hier meine beiden Fenster, Riesenfenster, kleines Fenster, Riesenfenster, diese beiden Zeichnungen von mir. Dead People Graffiti, damit das Leute von draußen sehen, dass ich super cool bin. Falls ihr mich am Fenster sehen oder ohne mich am Fenster sehen, ist auch egal, cool. Hier spiele ich auch Basketball.
Oh, der Test. Oh, ja. Yeah. Hier meine Sachen. Energy-Drink-Vorrat. Werkzeug, Pumpe, Gartensache, meine Fotos von der Kindheit, meine Stereoanlage. Wie ihr seht, mein Schreibtisch. Wie ihr jetzt hier seht, mein Stuhl vor dem Schreibtisch. Mein Mülleimer. Und das ist hier mein Schrank. Und hier die Schubladen. Ich bereite dann die Sachen vor, also Klamotten vor dem Duschen. Das sind meine Klamotten vor dem Duschen, vorbereitet nach dem Duschen angezogen. Ich hab mich jetzt ausgezogen und meine Brille lege ich dann immer auf der Nachttischseite, die Seite meines Bettes, auf dem Nachttisch. Und dann gehe ich duschen. Ja, dann sollte ich jetzt auch mal duschen. Hier der Spiegel. Hier meine Schuhe. Oberstes Regal. Oh ja. Oh ja. Ich werde jetzt mal duschen. Mein Handtuch nach Duschen abtrocknen habe ich dann immer hier, also vor dem Duschen habe ich hier liegen, aber nach dem Duschen fürs Abtrocknen nehme ich es dann in die Hand. Aber ich habe es immer hier. Also ihr habt eigentlich schon ein Handtuch gesehen, aber ich will so klein, das für die Hände. Der hier ist fürs Körper. Hier meine Dusche. Also ihr seht es nicht, aber ihr hört es. Ich dusche. Nach dem Duschen trockne ich mich dann im Zimmer ab, also eigentlich im Badezimmer, aber dann nochmal im Zimmer, damit es halt sicher ist. Mein Zimmer übrigens. Und ja, das ist echt gut zur Sache. Oh nein, mein Tuch! Ha, dachte ich, ich wäre nackt. Ich bin nur obenrum nackt und unterhalb der Grenze des Badehosenrandes bin ich auch nackt, aber nicht in der Badehosengegend. Ich habe euch geprankt. Das war's mit diesem Vlog. Bye.